Am Zentrum eines Prototypen steht immer eine Frage. Wenn diese Frage geschärft ist und wenn sie klar ist und wenn sie Ihnen ein Ziel vorgibt, dann wird auch Ihr Prototyping-Prozess klar und zielgerichtet sein. Klassischerweise ist ein Entwicklungsprozess so, ich habe eine Idee, ich baue das Produkt, ich bringe es auf den Markt, die Kunden lieben es oder lieben es nicht, ich bekomme Feedback, dann lerne ich und ich habe die nächste Idee. Das ist ein langsamer, ein teurer Prozess. Warum? Weil Sie sehr viel Aufwand reinstecken, sehr viel Zeit, sehr viel Geld, sehr viel Reputation, bis Sie Erfahrungen machen. Prototypen bieten hier eine Abkürzung. Sie haben eine Idee, Sie bauen sie möglichst schnell und Sie lernen. Das Ziel ist immer, Ihre Lernkurve zu beschleunigen, möglichst viel mit möglichst wenig Aufwand zu lernen. Und wie machen Prototypen das? Indem sie ihnen die Rate erhöhen, in der sie Ideen testen können. Jemand hat mal gesagt, Prototyping ist Denken mit den Händen. Innovation betrifft immer die Zukunft. Ich muss heute entscheiden, was meine Kunden morgen wollen. Ich muss heute entscheiden, was morgen technisch möglich ist. Ich muss heute entscheiden, ob mein Businessmodell morgen auch noch trägt. Und wir alle wissen aus Erfahrung, das läuft nicht linear durch. Ich setze mich nicht in irgendeinen Schlafwagen und am nächsten Morgen wache ich auf und hups, hier ist eine Innovation, die erfolgreich am Markt ist. Das ist ein Hoch und Runter, Ups and Downs. Manchmal bin ich extrem erfolgreich, komme vorwärts und dann schmeißt es mich, das Schicksal, wieder zurück. Ich muss mich aufrappeln, ich muss mich neu erfinden. Auf diesem Weg zur erfolgreichen Innovation müssen wir viele Entscheidungen treffen. Wir müssen Fragen beantworten, Fragen, die die Zukunft betreffen. Und wir können die Fragen eigentlich in so drei Kategorien einteilen. Das sind die Elemente einer erfolgreichen Innovation. Eine Innovation muss desirable sein. Ich muss die Frage beantworten, trifft es ein Kundenbedürfnis? Eine Innovation muss machbar sein, feasible. Ich muss mir überlegen, wird das machbar sein? Sonst bleibt es ein Luftschloss. Und das dritte Element, ich will Geld verdienen, die wirtschaftliche Seite, es muss viable sein, ich muss Fragen beantworten zum Businessplan, zum Businessmodell, das ich habe. Alle diese Fragen müssen Sie im Verlauf dieses Prozesses müssen Sie die beantworten. Und damit bin ich eigentlich bei meiner Lieblingsdefinition von Prototypen. Ein Prototyp ist ein unfertiges System, das mir hilft, eine Frage zu beantworten. Ein unfertiges System, klar, sonst wäre ja es ein fertiges Gerät. Also ist irgendetwas, das ich gebaut habe, was noch nicht fertig ist, ist ein Prototyp. Aber ich baue diesen Prototyp immer mit einem Ziel. Darum Purpose-Driven Prototyping. Am Kern eines Prototypen steht immer eine Frage. Ich habe eine Frage und ich baue einen Prototypen, wozu? Um in dieser Frage weiterzukommen. Prototypen helfen mir, Fragen zu beantworten. Abraham Lincoln hat mal gesagt, wenn ich 8 Stunden Zeit hätte, um einen Baum zu fällen, würde ich 7 Stunden lang die Axt schärfen, dann erst den Baum fällen. Übertragen aufs Prototyping heißt das, wenn ich 8 Stunden Zeit habe, um einen Prototypen zu bauen, würde ich 7 Stunden lang die Frage schärfen. So, was Sie hier sehen, alle diese Prototypen, das sind Prototypen aus einem Projekt, das vor einigen Jahren bei uns bei Helbling lief und das wir entwickelt haben. Wenn wir uns diese Idee hier anschauen, die durch diesen Prototypen repräsentiert ist, wenn man die Idee mit einem Satz auf den Punkt bringen müsste, dann wäre es wahrscheinlich dieser, ein frisch gekochtes Menü auf Knopfdruck. Alles frische Zutaten, ein ganzes Menü, alle Beilagen und auf Knopfdruck Convenience. Das war der erste Prototyp, den ich Ihnen in dieser Breakout-Session zeige. Und Sie sehen, ich habe noch ein paar andere Kollegen mitgebracht. Jetzt sagen Sie, ja, so, Prototyp. Das ist eine Kartonschachtel mit einem Loch reingeschnitten, mit Malerband zusammengeklebt und dann noch so eine Schale mit einem Bild drauf. Das ist doch kein Prototyp. Doch, das ist ein Prototyp. Es ist etwas, was eine Idee aus der Zukunft für Sie visualisiert. Eine Idee, ein Produkt, das es noch nicht gibt, kommt in die Gegenwart. Es macht die Zukunft begreifbar. Und Sie können jetzt diese Idee
im wahrsten Sinne des Wortes aus verschiedenen Blickwinkeln anschauen. Sie können sagen, interessant, Sie können Fragen stellen, Sie können kritisieren, Sie können weiterentwickeln, Sie können sich inspirieren lassen. Eine Idee aus der Zukunft, heute begreifbar gemacht. Und bei aller Begeisterung für Prototypen, das sind Wege, um Abkürzungen zu nehmen, um schneller auf den Markt zu gehen. Wir alle wissen, mit dem hier kann ich noch lange nicht auf den Markt gehen. Da habe ich noch einige Arbeit vor mir. Also wir sind irgendwo da vorne im Innovationsprozess. Schauen wir mal, was das hier für unser Projekt hier bedeutet hat. Desirability. Die Frage, die dort im Raum steht, ist eigentlich, wer will das? Viel zu allgemein. Die Frage hier in diesem Projekt, die wird erst dann so richtig scharf, wenn Sie sich mal überlegen, was ist eigentlich der wertvollste Platz in der Küche? Der wertvollste Platz in der Küche ist der Platz auf der Arbeitsfläche. Also jetzt schärfen wir die Frage und sagen, okay, unsere Kernfrage, die wir unseren Kunden stellen, ist, würdest du dir dieses Gerät auf deine Küchenablage stellen? Das ist eine Frage, die hat Schärfe. Warum? Wenn ich mit dieser Frage zu einem Kunden gehe, macht er automatisch eine Kosten-Nutzen-Abwägung. Was bringt mir dieses Gerät? Was kostet es mich? Und dann haben wir uns gefragt, okay, wenn das unsere Kernfrage ist, welchen Prototypen können wir möglichst schnell bauen, um mit dieser Frage raus zu den Kunden zu gehen? Und es gab diesen Prototypen hier. Das ist die nächste Stufe. Hier stimmt schon mal die Größe. Hier haben wir gewisse Bedienelemente angedeutet. Wir zeigen dem Kunden hier eigentlich die Kosten, die Größe und wir zeigen ihm den Nutzen. Wir sagen, würdest du dieses Gerät auf die Küchenablage stellen, wenn es so groß ist und wenn ein ganzes Menü rauskommt und da kann ein Kunde Feedback geben. Und der Vorteil ist, wenn Sie möglichst mit einfachen Materialien arbeiten, können Sie schnell lernen. Wenn ein Kunde Ihnen Feedback gibt, können Sie sagen, okay, vielleicht müssen wir das Gerät eher hochkant bauen und dann bauen wir einen Prototypen, der einen anderen Formfaktor hat, der passt doch besser auf die Küchenablage, würde Sie es dann machen? Oder vielleicht müssen die Bedienelemente anders sein und so weiter und so fort. Da entstehen sehr schnell sehr viele Prototypen und weil ich möglichst grobe Prototypen immer baue, kann ich schnell iterieren. Und wenn ich merke, dass ich auf der richtigen Spur bin, dann baue ich natürlich auch höher auflösende Prototypen. Designmodelle, die dann wirklich aus Metall sind, die wirklich eine Tür haben, etc. Aber ich fange nicht damit an. Ich überlege mir immer, was ist der einfachste Prototyp, den ich bauen kann, um möglichst schnell meine Frage zu beantworten. Das Gleiche läuft natürlich auch auf der Feasibility-Seite. Ist das machbar? Das ist keine scharfe Frage. Jetzt überlegen Sie sich, was ist denn das größte Risiko, das passieren kann, dass schlechtes Essen rauskommt? Ich habe hier drei Zonen nebeneinander. Ich koche irgendwo saftiges Gemüse neben einem knusprigen Steak. Geht das? Oder beeinflussen sich diese Zonen? Und die Frage, die wir uns da gestellt haben, können wir verschiedene Beilagen nebeneinander kochen, ohne dass sie sich gegenseitig beeinflussen? Und wir haben uns gefragt, was ist der schnellste Prototyp, den wir bauen können, um in dieser Frage weiterzukommen? Und das ist das Bild. Das ist ein Grill aus dem Fust für 89 Franken. Da haben wir die Hälfte der Grillschlangen rausgeschnitten. Da hatten wir eine Grillzone. Und dann haben wir einen Dampferzeuger. Sie sehen, das ist ein Reinigungsgerät für Fenster. Als Dampferzeuger genommen, von oben den Dampf eingeleitet, hatten wir eine Dampfzone. Und dann haben wir gekocht. Möglichst schnell, möglichst viel lernen mit einfachen Mitteln. Und das war das Kochergebnis. Sie sehen, die Bratkartoffeln sind schön knusprig. Der Brokkoli leider auch. Nicht gut. Der Brokkoli soll nicht knusprig sein. Sie haben nicht immer von Anfang an Erfolg. Aber dann fangen Sie an zu optimieren und wir haben gemerkt, doch, das geht. Wir können mehrere Zonen nebeneinander betreiben. Und als wir gesehen haben, dass wir da auf einer guten Spur sind, haben wir dann die nächste Stufe gezündet. Das ist dieser Prototyp hier und da sehen Sie, da steckt schon einiges mehr an Aufwand drin. Aber diesen Aufwand treibe ich, wenn ich merke, ich bin auf einer guten Spur. Hier, das ist schon ein richtiges Gerät, da kann ich wirklich kochen. Da habe ich eine Garstahle, die ich reinschieben kann. Ich habe hier eine Steuerung, bei der ich jede Zone einzeln ansteuern kann. Ich kann alle Parameter über meinen Computer ansteuern und dann konnten wir große Serien von Menüs kochen
und haben immer mehr und mehr dazugelernt, bis sie gesagt haben, hey, wir können das Betty Bossi Kochbuch sozusagen oder den Tipptopf oder was auch immer das Schweizer Standardkochbuch ist, wir können das. Und wir können das, ohne dass die Zonen sich beeinflussen. Was Sie sehen ist, am Zentrum stand immer noch das Kochergebnis. Schauen Sie sich mal dieses Gerät an, das ist groß, das ist viereckig. Wir haben immer noch einen Dampferzeuger, der steht schön unter dem Tisch. Aber wir haben weiterhin einfach einen Dampferzeuger genommen, weil wir wollten nicht die Frage beantworten, können wir einen Dampferzeuger bauen? Sondern wir wollten die Frage beantworten, kommt da gutes Essen raus? Und das war der Moment, als Ingenieure und Köche miteinander das optimiert haben. Ein Grundprinzip des Prototyping, ein Prototyp, eine Frage, nicht vermischen. Dieser Prototyp beantwortet die Frage, kommt gutes Essen raus? Dieser Prototyp beantwortet die Frage, würden Sie sich dieses Gerät auf die Küchenablage stellen? Die Versuchung ist groß zu sagen, komm, lass uns diesen Prototypen doch auch gleich benutzen, um Kundenbefragungen zu machen. Es ist eine Führungsaufgabe in der Innovation, denn die Versuchung ist immer da, aber es ist eine Führungsaufgabe in der Innovation zu sagen, ein Prototyp, eine Frage. Wir haben in diesem Projekt, das war schon fast ein Mantra, haben wir geprägt, der hier kann gut kochen, sieht aber nicht schön aus. Der hier sieht schön aus, kann aber nicht kochen. Halten Sie das immer separat, weil dann haben Sie wirklich diesen Effekt, dass Sie schnell viel lernen, Sie können schnell iterieren und auf Ihre Frage dranbleiben. Das war das User Interface. Und Sie denken jetzt vielleicht, ja, Prototyping, das geht nur mit physikalischen Produkten. Nein, geht natürlich auch im digitalen Bereich. Vielleicht sind Sie in einer Firma, die vor allem digitale Produkte machen. Dort gelten genau die gleichen Prinzipien. Sie sehen hier die Komplexität. Wir haben drei Zonen und für jede dieser drei Zonen müssen wir ein Rezept machen. Wir haben gesagt, die Kernfrage auf dem digitalen Bereich ist, wie reduziere ich diese Komplexität für unseren Kunden? Sie fangen an zu skizzieren, sie verwerfen, sie diskutieren. Und wenn Sie dann das Gefühl haben, Sie haben eine gute Lösung, dann bauen Sie eine App. Das ist die einfachste App, die es gibt. Wir haben diese Karton- oder Holz-Smartphones bei uns. Da können Sie ein Post-it draufkleben und dann sagen, okay, wenn du hier dieses Gerät steuern willst, dann drückst du zuerst hier, dann kommt der nächste Screen, dann drückst du hier, dann kommt der nächste Screen, dann drückst du hier und ich kann schon einen ersten User-Test machen. Sehr schnell, sehr einfach, sehr effizient. Und wenn ich merke, ich bin auf der richtigen Spur, dann gehe ich weiter und mache feinere Prototypen, ich überlege mir die Gestaltung etc. Aber auch hier gilt vom Groben zum Feinen, was ist der schnellste Prototyp, den ich bauen kann, um in meiner Frage weiterzukommen. Das ist der allgemeine Ablauf. Sie überlegen sich die Kernfrage, Sie schärfen sie und dann kommt noch ein ganz wichtiger Schritt. Ich überlege mir, was soll der Prototyp können und was soll er nicht können. Was ist das Ziel? Und was ist nicht das Ziel? Der muss kochen können, er muss aber nicht schön aussehen. Das schafft Klarheit, das schafft Fokus. Und dann der nächste Schritt, arbeiten Sie immer timeboxed. Geben Sie sich ein Zeitbudget vor. Warum? Wenn ich meinem Team einen Auftrag gebe, sage ich immer, lass uns diesen Prototypen bauen und wir haben 2 Wochen Zeit. Oder 2 Tage oder 2 Stunden oder 2 Monate, spielt keine Rolle. Legen Sie die Zeit aber eher zu knapp fest, wo Sie denken, wow, ob wir das schaffen, mal schauen. Das gibt Ihnen Fokus als Team. Sie geraten nicht in die Versuchung, einfach mal zu basteln, sondern Sie überlegen sich, das ist mein Ziel, das ist mein Budget. Wie kann ich Abkürzungen auch während des Prototypings nehmen, um meine Frage zu beantworten? Es verhindert Perfektionismus. Und Perfektionismus ist einer der größten Feinde im Prototyping. Wenn Sie plötzlich Dinge einfach schön machen, damit sie schön sind, das ist nicht das Ziel eines Prototypen, sondern das Ziel ist immer, eine Frage zu beantworten. So, jetzt hoffe ich natürlich, ich konnte Sie begeistern fürs Prototyping, ich konnte Sie begeistern für das Abkürzungen zu nehmen, ich konnte Sie begeistern, um die Fragen zu schärfen. Aber ich habe gesagt, wir wollen auch ehrlich sein, Prototyping hat auch eine dunkle Seite. Einen Prototyp nenne ich manchmal das Monster mit den 1000 Namen. Warum? Wenn 2 Leute im Raum sind und sie reden von Prototypen, sie sagen das gleiche Wort, aber sie meinen etwas völlig Verschiedenes. Das alles
sind Prototypen. Das alles sind unfertige Systeme, die mir helfen, eine Frage zu beantworten. Nehmen wir mal an, jemand aus der Design Thinking Schule sagt Prototyp, dann stellt er sich so ein Kartonmodell vor. Jemand aus der Automobilindustrie sagt Prototyp, dann sagt er sofort Form, Fit, Function muss stimmen, irgendwie so ein Showcar. Wenn die zwei Leute beschließen, wir bauen zusammen einen Prototypen, dann ist die Enttäuschung vorprogrammiert. Außer, die haben sich wirklich gut abgesprochen. Und jetzt kommt es noch schlimmer. Es gibt auch noch 1000 verschiedene Namen für Prototypen. Schauen Sie sich mal diese Liste an. Wahrscheinlich kennen Sie die aus dem Arbeitsalltag. Und wenn zwei Leute von einem Proof of Principle oder Proof of Concept sprechen, sie nehmen das gleiche Wort, aber sie verstehen etwas anderes darunter. Jetzt, wie kommen wir aus dieser Sackgasse? Ich habe mir angewöhnt, einfach grundsätzlich auf diese Definition zurückzugreifen und sagen, okay, wir bauen zusammen ein unfertiges System, das mir hilft, eine Frage zu beantworten. Welche Kernfrage wollen wir mit diesem System beantworten? Und was soll es können und was soll es nicht können? Und dann ist mir eigentlich egal, ob das Ding Proof of Concept oder Proof of Principle oder Click-Prototyp heißt oder Mockup oder Demonstrator oder Funktionsmuster oder ob es Hugo oder Heidi heißt. Ist mir egal. In meinem Team ist Klarheit da und auch gegen außen, gegenüber den Stakeholdern ist klar, auf was wir zuarbeiten. Und das empfehle ich Ihnen wärmstens. Denken Sie nicht, wenn Sie sagen Prototyp und der andere sagt, ja, ein Prototyp wäre schon gut, denken Sie nicht, dass Sie vom Gleichen reden. Jetzt gibt es natürlich noch den Bereich der Viability, Wirtschaftlichkeit. Auch dort gibt es Prototypen. Man spricht dort seltener von Prototypen, man spricht eher von Szenarien. Aber auch dort gibt es Methoden, die mir helfen, möglichst schnell, möglichst klar und möglichst greifbar zu werden. Eins davon ist zum Beispiel das Business Model Canvas. Eine ganz einfache Methode, Papier und Bleistift genügt. Ich schreibe hier mal rein, was ist eigentlich meine Value Proposition? Was verspreche ich dem Kunden? Ja, und wer ist überhaupt mein Kunde? Und welche Beziehung habe ich zu diesen Kunden? Welche Channels bediene ich? Also das ist die Frontseite des Businessmodells. Da müssen Sie sich aber auch überlegen, was brauche ich denn hinten durch? Was sind eigentlich meine Key-Aktivitäten als Firma in diesem Businessmodell? Was sind meine Ressourcen? Welche Partner brauche ich? Und am Schluss, mit was verdiene ich Geld und mit welcher Kostenstruktur arbeite ich? Auch dort die Empfehlung vom Groben zum Feinen. Bevor Sie das Excel aufstarten und irgendwelche Business Cases durchrechnen und die dritte Nachkommastelle dann noch irgendwas rumschreiben, fangen Sie an mit qualitativ. Kann ich mein Businessmodell wirklich hier einfach mit klaren Worten beschreiben? Also auch im Bereich der Viability gilt, vom Groben zum Feinen möglichst schnell, möglichst greifbar werden. Und das Gleiche gilt auch im Bereich der Sustainability. Sie sollten heute keine Innovation mehr anstoßen, wo Sie nicht von Anfang an überlegen, was ist eigentlich der Fußabdruck, den ich hinterlasse. Zeichnen Sie einfach mal den Lebenszyklus Ihres Geräts auf. Welchen Fußabdruck hinterlässt die Produktion des Geräts, des Gerichts? Welchen Fußabdruck hinterlässt das Kochen, der Food Waste und die Entsorgung des Geräts? Vom Groben ins Feine. In der Frühphase der Innovation haben Sie noch die Möglichkeit, wirklich die Stellhebel zu setzen. Je mehr das Produkt schon definiert ist und so weiter, umso kleiner ist Ihre Freiheit. Also auch hier früh Klarheit schaffen und wissen, wo die großen Stellhebel sind, konkret werden. Und das ist auch gleich meine Challenge. Stecken Sie sich diese Karte in die Westentasche. Und morgen oder nächste Woche, wenn Sie mit Ihrem Innovationsteam auf eine Frage stoßen und Sie denken, ups, wie kommen wir denn da weiter, holen Sie einfach diese Karte hervor und fragen Sie Ihr Team mal, welchen Prototypen können wir in 2 Tagen bauen, um bei dieser Frage weiterzukommen. Und jeder dieser blau hinterlegten Elemente ist ganz bewusst gewählt. Fangen wir mal hinten an, um unsere Kernfrage zu beantworten. Im Zentrum steht die Frage. Nehmen Sie die Axt hervor, schleifen Sie die Frage, schauen Sie, was sind wirklich die wichtigen Fragen, was müssen wir zuerst angehen, was nicht. Im Zentrum steht die Frage. Und dann steht da, in 2 Tagen bauen, timeboxed, Zeit beschränken, eher kurz, eher lieber die kürzere Zeit wählen. Damit arbeiten Sie ergebnisorientierter, Sie behalten den Fokus. Und dann die erste Zeile, welchen Prototypen können wir bauen?
Sie definieren zusammen, wie sieht denn dieser Prototyp aus? Was muss er können, was muss er nicht können? Und wenn Sie diese Frage im Kopf behalten, dann haben Sie eigentlich alles, was Sie brauchen, um einen Prototyping-Prozess anzustoßen. In diesem Sinne wünsche ich Ihnen viel Erfolg beim Prototyping und vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit.